willkommen hier wieder auf dem Kanal von Michas Modellbauwerkstatt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich. Ja, da ist er wieder, der Micha. Ja, lange war es ein bisschen ruhig geworden auf diesem Kanal. Das hatte folgenden Grund. Er war ein bisschen krank. Aber jetzt bin ich wieder voll aufgeladen und voll genesen und voller Tatendrang. Und mit viel Elan möchte ich gerne euch die nächsten Bauschritte zeigen von meinen Projekten. Genug Bastelstoff ist ja auch mittlerweile angekommen, dass ich da jetzt mal so wieder richtig voll durchstarten kann. Und ich habe mir gedacht, ich lege mal gleich mit einem Projekt los, wo ich auf der Zielgeraden bin, aber ihr vielleicht gerade erst am Anfang steht. Ich rede nicht vom T2 Bullibus, der auch zwar rausgekommen ist, sondern eher von einem anderen Hersteller, der sich gedacht hat, wir bringen ihn raus. Den Power Rangers Megazord. Ja, ab sofort könnt ihr auch hier in Deutschland bei Fanhome abonnieren und Spaß an diesem Modell haben. Wie gesagt, ich bin auf der Zielgeraden und würde sagen, ihr kommt jetzt dichter und dann legen wir auch direkt los mit den nächsten Ausgaben von Power Rangers Megazord. Weiter geht es mit den nächsten Ausgaben von unserem Power Rangers Megazord. Aber bevor wir damit loslegen, hier nochmal das Ergebnis aus dem letzten Livestream, den ich gemacht hatte. Da haben wir ja den Mammutzord fertiggestellt und auch den Tiratops haben wir soweit schon vollendet. Wir können damit mal anfangen. Hier haben wir einmal den kompletten Tiratops. Den hole ich hier mal so schön ins Bild. Da sehen wir ihn von der Seite. Wunderbar. Und auch jetzt die andere Seite auch fertig. Das ist einmal dieser Sort. Und der Mammutsort hat das gleiche bekommen. Ich habe in Videoform ja schon die eine Seite gezeigt. Und deswegen habe ich das Ganze in Form vom Livestream auf der anderen Seite gemacht. Damit sind wir fertig bis Ausgabe 100 und dann soll es jetzt weitergehen mit den nächsten Ausgaben, die hier jetzt mal locker reingeflogen kommen. 100 bis 106 und ich würde sagen, dann starten wir mal direkt mit der goldenen 100. Hier haben wir dann jetzt die Teile, die wir jetzt verbauen wollen und da fangen wir mit diesen beiden hier an und dieser kleinen Spitze hier. Die müssen wir jetzt einmal hier hinten drücken wir das zu und stecken wir die Spitze hier vorne rein. Wird einfach nur reingesteckt, rutscht auch dann nicht mehr raus, sitzt fest, da drin verankert und dann haben wir praktisch die Schwanzspitze schon erledigt. Gehen dann in den nächsten Schritt, nehmen uns die nächsten Teile. Wird einfach alles nur erstmal zusammengesetzt, wobei hier wird dann tatsächlich auch mit einer BP-Schraube das Ganze fixiert. Das heißt, wir schrauben hier einfach mal eine Schraube rein und dann ist das auch richtig stramm zusammen und kann auch nichts mehr passieren. Dann gehen wir weiter. Nehmen das nächste Element, setzen das hier dran und wieder setzen wir das passende Gegenstück auf der anderen Seite
da drauf und das Ganze wird dann wieder mit einer BP-Schraube fixiert, wobei hier an der Stelle allerdings noch ein weiteres Teil eingesetzt werden soll. Das kommt hier so rein und dann kommt das da drüber und dann mit der BP-Schraube verschraubt. Da haben wir das Ganze da auch drin und jetzt geht der nächste Abschnitt weiter. Muss ich gucken, welche Seite ist das? Das ist diese hier. Und hier wieder drauf. Das Gegenstück auf der anderen Seite kommt dann so hier drüber. Und auch da wird eine BP-Schraube verwendet. Oder? Ja, da soll eine BP-Schraube verwendet werden. Allerdings diesmal dann auf der anderen Seite. Nicht wie bei den anderen auf der rechten, sondern diesmal hier auf der tatsächlich auf der linken Seite wird das Ganze dann verschraubt. Und dann seht ihr, haben wir hier schon eine regelrechte lange Schwanzlänge und jetzt dürfen wir das Ganze noch mit den Elementen hier verkleiden. Also nicht wirklich viel Kompliziertes dabei, sondern relativ ganz einfacher Zusammenbau der Ausgabe 100. Und damit sind wir dann auch jetzt fertig und kommen dann jetzt zur Ausgabe 101. Darin bekommen wir weitere Schwanzlängenelemente, die wir zusammensetzen sollen und ansetzen sollen. Das heißt, damit fangen wir auch an. Und ein paar Verkleidungselemente sind auch mit in dieser Ausgabe dabei. Aber als erstes stecken wir dieses Teil hier wieder drauf und setzen das hier drüber. Und ihr merkt, es wird immer breiter, das Ganze. Und auch das wird wieder mit einer BP-Schraube zusammengeschraubt. Dass das Ganze auch wunderbar tatsächlich hält. Und dann haben wir hier schon richtig eine schöne Länge zusammenbekommen, die wir jetzt mit den ganzen Elementen, die wir hier liegen haben, verkleiden wollen. Das ist jetzt ein regelrechtes Suchspiel, kann man sagen, wie das jetzt wie rum hier reinpasst. Das passt da nicht hin, das passt aber glaube ich hier hin oder auch nicht. Da muss man sich jetzt regelrecht Zeit nehmen und das Ganze dann in die perfekten Löcher einordnen. So, dann haben wir das auf der Seite und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Und da ist es dann ja deutlich einfacher, weil wir haben dann ja nur noch so wenig Elemente. Und dann sieht das Ganze nach insgesamt jetzt 101 Ausgaben so aus. Wir sind dann mit dieser Ausgabe tatsächlich auch fertig. Mehr kommt dann jetzt in Bauschritt 101. 2. So, hier haben wir dann die nächsten Teile aus der nächsten Ausgabe und ihr seht nicht ganz so viele wie in den vorigen beiden Ausgaben. Das hat auch folgenden Grund, weil wir jetzt das Ganze mit dem Körper verbinden wollen. Das heißt, wir brauchen unseren bisherigen T-Rex einmal im Bild. Da haben wir ihn. Das ist das Ganze, was wir bisher zusammengebaut haben. Und da sollen wir jetzt hier unten an dieser schönen Stelle die den Schwanz des Sorts anbringen. Das heißt, wir legen ihn einmal so schön auf die Seite und dann wird das Ganze einmal hier so nur reingedrückt. So. Und dieses Element kommt hier in die Mitte auch reingesetzt. So. Und das Ganze wird natürlich auch noch wieder mit einer BP-Schraube
wie soll es auch anders sein, fixiert. Das heißt, hier kommt die, haben wir schon reingedreht. Allerdings hält die da irgendwie nicht drin. Jetzt aber. So. Haben wir drin, das heißt, die Verbindung ist jetzt hergestellt. Dann nehmen wir unseren bisher zusammengestelltes Schwanzteil. Das wird jetzt hier hinten so hier eingesetzt. Und hier oben dann verkleidet. So. Passt perfekt alles zusammen. Und jetzt kippt das Ganze ein bisschen lastig. Das ist aber nicht schlimm. Und damit das jetzt auch nicht wieder auseinander geht, setzen wir hier auch noch mal zwei BP-Schrauben rein, bevor wir das Ganze dann auch wieder mit den Verkleidungsplatten verschließen. Und die haben wir hier ja liegen, die beiden Verkleidungsplatten. Die werden einfach nur hier so reingedrückt. Da müssen wir jetzt auch gucken, welche wieder wohin kommt. Das scheint die von der anderen Seite zu sein. Genau. Das heißt, wir drehen das Ganze einmal um die eigene Achse und setzen die Platte dann hier ein. Und jetzt haben wir hier ja unseren T-Rex-Schwanz angebaut. Und damit sind wir fertig mit der Ausgabe 102 und gehen jetzt rüber in die 103. So, kommen wir dann jetzt darin zu einem weiteren Bauabschnitt. Wir wollen das erste Bein zusammensetzen. Da haben wir dann jetzt die ersten Teile, mehr Plastik als Metall. Das Ding allerdings hier ist aus Metall, ist auch schön schwer. Als erstes sollen wir uns das hier nehmen und dann setzen wir hier wieder ein. Ich würde sagen so bewegliches Teil rein. Einfach nur hier so reingedrückt. So, dann legen wir das beiseite. Dann nehmen wir uns dieses hier, setzen das so drauf und das so herum darüber. Und das war dann auch schon tatsächlich alles für Ausgabe 103. Geht weiter mit Ausgabe 104. Mit weiteren Teilen vom Bein geht es dann jetzt weiter. Wir bekommen einmal wieder ein Drehscharnier. Das sollen wir jetzt einsetzen. Und zwar von hier unten. Das wird hier einfach nur reingedrückt. Und mit Schrauben insgesamt 4 Stück sind das. PWM-Schrauben, also Metallschrauben. Logisch, wir haben auch Metall hier. Und das Ganze jetzt an den 4 Stellen fixiert. So, eine haben wir schon mal drin. Das heißt, das Ganze bleibt jetzt auch wunderbar liegen. Schrauben wir die zweite rein. Noch ein bisschen ein paar mehr Schrauben wieder reinzusetzen. In der Ausgabe. Immer nur ein oder zwei. So. Und zu guter Letzt die 4. Schraube. Die kommt hier in die Ecke rein. Und dann ist das auch fixiert. Wunderbar. Das haben wir erledigt. Jetzt dürfen wir das Ganze nämlich umdrehen
und sollen dieses Teil hier reinsetzen. Ich habe das die ganze Zeit schon vor der, hinter der Kamera versucht, da rein zu quetschen. Es geht schwierig rein, mit ein bisschen Nachbearbeitung kriege ich das da tatsächlich rein. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr soweit seid, ob ihr das da perfekter reinkriegt als ich, wofür das hinterher da sein wird. Ich schätze mal, dass, weil das hier so eine Kante hat, dass das irgendeine Sperre ist auf jeden Fall. Ob ich es jetzt richtig mache, weil man kann es auf der, ich kann es euch hier mal zeigen, auf der Anleitung hier sehr schwer erkennen, wo es positioniert werden soll. Da ist nur ein Pfeil, den seht ihr jetzt leider nicht, weil er in weiß gehalten ist. Das wird vom Licht reflektiert. Und da soll es an den Mittelstrebe, geht der runter. Das könnt ihr da ein bisschen hier unten im bösen Dunkle sehen. Da seht ihr den, die Pfeilspitze. Da soll das Ganze hin. Aber irgendwie passt das von der Breite her nicht. Ich habe das jetzt mit einem Cuttermesser ein bisschen bearbeitet. Jetzt passt es da rein, aber ob es auch wirklich dahin soll und nicht eine weiter, weil eine weiter wird es passen, ist so eine Sache. Ich packe es jetzt erstmal so rein, wie es auf der Abbildung ist. Wenn es hinterher falsch ist, muss ich das Ganze nochmal auseinandernehmen. So, jetzt nehmen wir das Teil aus Ausgabe 103 uns zu Hilfe. Beide davon. Die haben wir ja hier liegen. Und das Ganze drehen wir jetzt einmal so herum. Und jetzt wird das Ganze hier so hingelegt. Einfach nur so da hingelegt. Und dieses Teil auch. So herum kommt das. Und hier rein. So. Und dann soll das jetzt verschlossen werden. Heißt, irgendwie so kommt das jetzt alles hier zusammen. So, dann haben wir das zusammen und hier sind noch wieder zwei Löcher. Da kommen dann jetzt wieder PVB-Schrauben rein. Einmal hier. Und weiter. Unten kommt auch noch ein hin. Dann sitzt das Ganze. Wir haben das dann so zusammen. Und zu guter Letzt dürfen wir jetzt noch dieses Plättchen hier an dieser Stelle, um das erste Loch abzudecken, so platzieren. Wunderbar, damit sind wir fertig mit Ausgabe 104. Wir können ja mal hier gucken, ob das Ganze, ja, es quietscht ein bisschen, aber es ist beweglich. Und ob das dann hier einrasten soll, an der Stelle da, da wage ich zu bezweifeln, weil ich weiß nicht, das stößt hier nicht wirklich an. Aber gut, machen wir weiter mit Ausgabe 105. Mit den nächsten Teilen geht es dann jetzt weiter. Wir begeben uns immer noch im Bereich des Fußes und jetzt der Fußspitze. Da wollen wir jetzt die sogenannten Krallen anbauen. Als erstes mal. Das heißt, die kommen einmal hier so drauf und die müssen wir jetzt mit kleinen PVB-Schrauben anbauen. Das heißt, einmal so festhalten. Dann haben wir hier ein Loch und da sollen wir jetzt die Kralle festsetzen. Also auf, setzen das Ganze und dann einmal festziehen. So, erste Kralle sitzt. Weiter geht es mit der zweiten. Wieder so eine kleine Schraube. Stecken die da rein. Und dann müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen
ja, das Loch regelrecht suchen, wo das ist, da ist es, und dann drücken wir das Ganze fest. Und dann sitzt auch die zweite Kralle dran, und das machen wir jetzt auch natürlich mit der dritten noch. Dann haben wir das Ganze auch vervollständigt an der Stelle. Das heißt, wieder setzen wir hier die Kralle ein bisschen drauf, suchen uns das perfekte Loch. So, und dann sind die Krallen vorne angebaut. Jetzt geht's weiter. Wir nehmen uns das nächste mit größerem Metallteil. Und da setzen wir dann natürlich jetzt die Kralle vor. Kommt dann hier in diese beiden Löcher rein. Müssen wir uns das jetzt immer so halten. Und da kommen jetzt PWM-Schrauben durch. Heißt einmal... Gucken, jetzt muss ich ein bisschen positionieren hier, dass ich auch richtig bin. Sollte eigentlich. So. Das sitzt an der Stelle. Schon mal. Dann gehen wir jetzt noch die zweite Schraube da rein. Ihr hört, das ist wirklich Metall von unserem Fuß. Dann haben wir das jetzt tatsächlich dran. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen in Plastik über. Wir nehmen uns das äußere Plastikteil, dann diesen komischen, ja, ich würde sagen, Verzierung. Die kommt hier einfach drüber gelegt. Dann den nächsten kleineren, etwas kleineren Kreis. Ich glaube, das ist der größere. Oder? Nee, das ist der kleinere. Tatsächlich, der wird hier so einfach nur drüber gelegt. Und darüber kommt dann zum Schluss der ganz große. Und das wird natürlich wieder mit KB-Schrauben fixiert. Einmal hier. Brauche ich jetzt mal einen etwas anderen Schraubendreher. Wunderbar, das hat funktioniert bei, da kann ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. So, und eine weitere Schraube kommt dann hier hin. Und dann seht ihr, da sind die beiden Schrauben in Position. Und das Ganze wird jetzt am Bein angebracht. Und zwar an der Position hier. Kommt das Ganze einmal so hier drüber gelegt. Und auch wieder mit einer KB-Schraube hier durch angeschraubt. Kann man dann nämlich so runterklappen, dann ist das Ganze nämlich zu. So, das hätten wir, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir müssen ja auch das hier noch anbringen, und das kommt hier unten dran, und zwar so wird das hier in Position gesetzt, und da kommen dann tatsächlich noch mal PWM Schrauben zum Einsatz, zwei Stück. Das Ganze wunderbar dann
mit dem Fuß zusammenführen und auch fixieren. Und daraus ergibt sich dann schon so langsam ein Bein, wie man sehen kann. Ne? Das legen wir dann hoch und dann kann man das Ganze so hinstellen. Bleibt jetzt auch wunderbar schon stehen. Und das war dann tatsächlich auch alles für Ausgabe 105. Kommen wir jetzt noch zur 106. Und darin seht ihr jetzt die nächsten paar Teile, nicht viel. Wir machen weiter am Fuß unten. Das ganze Stück wollen wir jetzt hier noch verschließen. Und dann nehmen wir uns dieses große Metallteil und setzen erstmal diese Platte hier ein. Und da kommen auch wieder PWM-Schrauben rein. Wie auf der einen Seite, natürlich auch auf der anderen Seite dann. Und die kommen wohin? Einmal an hier rein. So. Und eine weitere hier oben. Wunderbar, dann ist die Platte jetzt tatsächlich damit verbunden und wir können das jetzt zusammensetzen. Wir nehmen uns diese kleine Platte hier noch, das ist die unten den Boden verschließt, die wird jetzt hier reingesetzt und zwar so herum, jetzt muss ich gucken, einmal so herum kommt die hier rein. Wird einfach nur reingedrückt, mehr passiert damit nicht. Und dann wird das Ganze verschlossen. Draufgesetzt und mit zwei PVB-Schrauben zusammengeschraubt. Dann bleibt das auch zusammen. Passiert nichts mit. Wunderbar. Kann ich nochmal mit dem anderen etwas größeren ein bisschen nachbearbeiten. Dass die auch wirklich stramm festsitzen. Haben wir. Und jetzt kommen noch ein paar Verkleidungselemente dazu. Das ist einmal dieses hier, was hier einfach nur drauf gedrückt wird auf dem Fuß. Und an den Seiten natürlich auch noch, um die Schraublöcher abzudecken. Und einmal das da rein. Und auf der anderen Seite wird es natürlich auch noch verschlossen. Und damit sind wir fertig mit Ausgabe 106. Ja, und das waren sie dann tatsächlich auch schon wieder. Die nächsten Ausgaben von unserem Power Rangers Megazord. Und hier vorne sitzt er, der Kleine. Ich kann ihn mal hochheben, denn so schwer ist er nämlich gar nicht. Mittlerweile hat er schon Arme, den Brustbereich und das süße Köpfchen, das ihr mittlerweile vielleicht sogar auch schon gebaut habt, wenn ihr das ganze Ding abonniert habt. Fehlen also nur noch die süßen Beinchen und damit haben wir ja schon begonnen mit den T-Rex-Beinen. Und da wird es auch beim nächsten Mal, oh Wunder, tatsächlich mit weitergehen. Denn wir müssen ja noch das obere Bein zusammensetzen und das zweite fehlt natürlich auch noch. Für heute soll es das aber tatsächlich dann jetzt auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und euer Interesse. Würde mich allerdings noch freuen, wenn ihr Däumchen, Abo und Glocke drückt. Dann verpasst ihr auf dem Kanal gar nichts mehr. Ein paar nette Kommentare könnt ihr mir natürlich auch gerne unten in die Leiste schreiben. Mit zum Beispiel den Antworten auf die Fragen, die ich an euch habe. Habt ihr das Ding abonniert? Werdet ihr es noch abonnieren? Werdet ihr es bauen? Und wie gefällt es euch? Und natürlich sind auch ein paar Kritiken nicht verboten. In diesem Sinne
wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.